Moshi Moshi Leute, wie finden Sie das? Heute die. Jetzt darf ich ganze Scheiße nochmal nachspielen. Zum zweiten Mal, weil die erste Aufnahme, ja, da war. Tja, meine Stimme zu leise aufgenommen. Das hat weh. Hätte ich das auch. Hätte ich es nicht leiser gestellt, würde man vor lauter Huschen. Huschen, ja? Huschen nichts hören. Also, Jacke, die. Oh. Bleib hier, wie du willst. Ist das wirklich so? Entweder ist das dann zu leise, meine Stimme, oder das Rauschen ist zu groß. Also, wenn ich das so richtig einstelle. Also, den Teufel Bespo ausreiten. Darum werde ich die ganze Scheiße doch mal machen. Was heißt die ganze Scheiße? Ich meine, es ist ein geiles Spiel und so. Eine der besten Super Mario Spiele überhaupt. Oh. Ja, hier, Fisch ist gesund. Weil das, ja. Ach ja, warum habe ich nochmal Yoshi mitgenommen? Damit kehrt er dann gleich wieder da irgendwo zurückgelassen werden, was nicht weiter geht. Hier geht's nicht mit Yoshi. Yoshi kannte damals noch nicht den Wandsprung. Irgendwie dieses Hurrung und den Füße stammen dann weiter hochkommen. Ich glaube, selbst wenn er es könnte, so kann ich doch. So. Ja, warum spiele ich das alles nochmal nach, obwohl ich das zum dritten Mal spiele? Ja, vollständigkeitshalber. Alles klar. Das ist scheiße gewesen. Also mit Feuerbällen kommt man hier besser weiter als mit Federn. Also darum nehme ich die Federn. Ja, nehme ich die Feder, obwohl ich eigentlich von Feuerbällen spiele. Guck mal, da ist ein Quarter. Scheiße, du Arschloch! Oh Mann! Ha! Ha! Scheiße! Okay, das hat sich sicherlich komisch angehört. Mann, ich. Alter! Nerv nicht! Oh. Jetzt weiß ich, warum ich da immer nach oben lang gegangen bin. Na gut, das soll ich ja gehen weg. Und. Wie das. Oh Gott, wie viele von euch gibt's denn noch? Gibt's auf jeden Fall hübsche Cheerleaders? Ich hoffe es. Pilze sind gut. Ja, das Peach ist die Königin. Ja, Königin, die Prinzessin des Pilzkönigs. Reicht. Obwohl, es gibt. Naja, Magic Mushroom ist auch eine andere Bezeichnung. Ja, hier bin ich mal tot gegangen, weil auf 2 Uhr kam diese komische Fledermaus und auf 9 Uhr dieser Quarterback. Und der macht Zellentag. Soll das was von der Intelligenz was aussagen? Keine Ahnung. Wieso leckt er mal das Spiel? Oh. Ja, ich weiß nicht, mit Owl City aufnehme. Kein Plan. Ist mir auch, ehrlich gesagt, Schnurz. Nein, es ist mir doch nicht so Schnurz, weil ich habe keine Lust, dass ich es auch nochmal aufnehmen muss. Naja, ich könnte einfach jetzt ja, das lassen oder behaupten, sie aufhaben. Abhanden gekommen, aber ich bin kein Arschloch, Leute. Also nicht in dem Sinne so ein Arschloch. Ich weiß nicht, ob es wirklich erklärt, die wirklich dann sagen, oh sorry, uns sind die Aufnahmen abhanden gekommen, obwohl sie eigentlich gar keine Lust mehr haben. Also das glaube ich ehrlich gesagt dann nicht, weil wenn man so schon anfängt, dann kann man eigentlich die ganze Sache gleich lassen, finde ich. Weil LPs ist nicht so eine Sache, die man einfach wirklich so Larifari machen muss, wo das wirklich denn, das hört sich ziemlich arrogant und hochmütig an. Aber wenn man schon seine Arbeit richtig machen will, dann muss man sich auch richtig Mühe geben. Ich rede wieder Schwachsinn, weil ich wahrscheinlich die letzte Person bin, die sich daran hält.
Oh toll, ich habe einen Dino geknutscht. Du willst, dass fahren die Männchen nur mit uns in die längere Bahn. Und wann der Geister? Da kann ich die Folge so. Wie nämlich die Geister jetzt? Pac-Mans Geister, wie man so sieht. Also der linke da, links und ich meine rechts. Also das andere Link. Der zieht doch eine Schnute wie die Geister von Pac-Man. Wenn Pac-Man so eine, ja, Powerpille gefressen hat und sie sich wohin fliehen müssen. Feuerbälle nutzen mir eh nichts hier. Die fand ich ja gleich. Dann wird halt einfach da bleiben mit Schwierigkeiten. Und jetzt kommt was Feines. Bubble of Doom! Keine Ahnung, was das darstellen soll. Vielleicht irgendwelche Seifenblasen von Riesengeistern aufgeblasen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Dinger nervig sind, weil... Die kann man nicht zerstören. Jetzt komm raus. Du kannst sie überhaupt nicht zerstören. Sag mal, wie viele gibt's denn noch von euch? Geht's noch knapper? Die Karte ja nicht so wichtig, die Seiten. Die schweben und dann hinkommen müssen. So, das war's. Und da haben wir das geschafft. Ja, das geht an der ganzen Schoße ist ja halt. Wenn man das mehrmals hintereinander gespielt hat, dann putscht man richtig durch. Latte spielt ihn ja sehr lecker. So, nur die Vanille sieht das hier nicht aus. Und es war heiß gewesen. Sehr heiß. Oh, niemand. Unruhig. Aber Leute, was haltet ihr eigentlich davon? Sollte man LPs sich wirklich Mühe geben? Also wirklich, ich meine nicht nur, ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen, sondern auch mal sagen, gut, ich ziehe jetzt das, ich mache jetzt, also ich gebe mir jetzt weiter bei einer Entwicklung. Schwierig da, was habe ich nur mit meiner Entwicklung gefunden? Ich meine, dass man also sich versucht immer weiter sich zu verbessern und so, oder wenn man meint, auch ich mach es eh nicht so, ich nehme es eh nicht so ganz wichtig in der, also ich mache das also nebenbei, das ist mir eigentlich auch gut, dass die Qualität nicht so prickeln ist, wie jetzt bei Shadow Soul. Ja, das tut sich wirklich nur. Also ob ihr da, kann ich das verstehen, wenn da einige so sagen, nee, muss nicht unbedingt mein Lebensunterhalt sein, oder war der Meinung, wenn man schon das macht, dann soll man es richtig machen? Da stellt sich die Frage, was versteht man unter richtig? Ich bin nur ein absoluter Anfänger. Schick ist gut was. Ich glaube, ich bleib bei der... Immer eins, dass ich den falschen Kopf drücke und Mario von Yoshi abstammt. Mann, wieso rede ich eigentlich so immer wieder von Schwachsinn da hier? Ich meine, ich habe doch Probleme mit großartigen Erklären, wenn ich gleichzeitig werde. Ja, ich will mich verbessern, dann muss ich. Kann ich irgendwie so. Da ist es nur recht riesig. Ist das eigentlich möglich, dass wenn also ein paar Meter über dem Eis Lava ist, dass ich den Himmel nicht schmissen müsste? Oh,
wohl Nintendo Logo. Ist scheißegal, ob es jetzt realistisch möglich ist oder nicht. Und oh Mann, ich hasse diesen Computer langs. Ich weiß nicht. Niemand hat solche Probleme. Nun, ich dachte, da kann ich. Ja. Oh Gott. Oh Mann, weiß ich, ist das eigentlich so? Das mal, dass der Cooper eigentlich den Pass und die immer schlechte Laune hat, der Kerl. Naja, wer ist eigentlich gut gelaunt, wenn er plötzlich, sag ich, in Unterwäsche vor einem steht? Allerdings, warum geht er nicht wieder in sein Panzer rein? Naja, Nintendo-Logik. Logik, scheißegal, Hauptsache der Spielspaß ist vorhanden. Ja, ich gesagt, kann ich damit gut leben. Ich meine, was nützt denn das, wenn das Spiel ultra-realistisch ist, aber es macht keinen Spaß? Und, ja. Der Versuch, realistisch zu sein, ist ehrlich gesagt wirklich eine Sache, die sehr schnell in die Hose gehen kann. Die Simulatoren. Warum sind sie denn ein mega Erfolg? Warum sie denn ständig produziert? Wow! Ist mir schon vorgefallen, aber wenn ich so noch Holger bin, hinterkommt. Wahnsinn, hier ist so schön Schlitzer. Ich mag Glitzer, aber keine Glitzer mit Vampiren. Ehrlich gesagt, ich hasse diese Art von Vampiren. Oh, ich bin so ein Monster. Sie hören, wie ich in der Sonne funkle. Oh. Also wenn ich dann wieder schnell gesagt habe, du bist ein Glitzer Monster, spinnst du? Du glitzerst doch nur. Wofür soll man Angst haben? Aber ich bin nicht Bella. Ich werde aus dem Stalker Record überhaupt nicht meinen Arsch ansehen. Hm? Ach, sieh mal einer an. Oh! Tschüss, Yoshi. Tschüss, Fee. Tschüss. Na toll. Und da war ich mal so voller Stolz gewesen, wo ich das mal hier durchgespielt habe. Juhu, ich bin nicht einmal tot gegangen. Und jetzt muss ich um mein Leben bauen. Um meine heiligen 6 Leben, die sich auch schnell vermehren können. Oh, Berle, bin ich so ein nerviger Gegner. Weil der ist, der schießt und... Ja, er schießt. Ja, klar, eine Kugel, die sich selbst schießen tut. Das war knapp. Scheiße, ich darf nochmal dahin, den ganzen Weg, wenn ich tot gehe. Oh. Ich, das ist, das ist ein scheiß Levelchen, Leute. Wie habe ich das geschafft? Wie habe ich das geschafft, Leute? Hacke nicht. Ich hab's geschafft und das ist die Hauptsache. Scheißegal, ob da irgendwas ist. Ich will dieses verdammte, verfickte Level hinter mir haben. Na super. Ich grüße dich, Karias. Das ist Shadow Soul auch passiert. Da wollte Mario einfach nicht springen. Mario, wär's, wenn er einfach perfekt nochmal springt, wenn ich das Töpfchen kriege? Hä? Nur mal so, als wie der Arschler. Sei nicht so eine Diva, Mario. Das hast du gar nicht mehr. Vielleicht kann es einfach davon, weil ich so durchrutschen wollte, wie nichts gut ist. In welchen der Kugel liegen, da muss ich dann einfach mal kämpfen. In welcher der 7 Spinner war es? Nochmal, auf jeden Fall, es war nicht. Oh. Ich hab hier unten Yoshi. Das war auf jeden Fall nicht Wendy. Das einzige Mädchen. Die anderen sind Kirane. Ein Wunder, dass sie noch feminin geblieben ist. Wie viel man noch feminin versteht. Ich meine, dicke Lippen und sowas, aber dann trotzdem ziemlich. Sorry. Tut mir leid, Yoshi.
Ja. Sag ich, sie nicht. Aha. Wenn er also in diese... Oh, oh. Ich habe auch das blöde Gefühl, die schießen sich... Oh Mann, Mario, du... Kann doch nicht wahr sein, dass ein perfekter Koopa ist und du lässt dich von Koopa knutschen? Hab ich eigentlich vorhin gesagt, boah, das gut ist, wenn man mehrmals ein Level abspielt, dass man dann halt alles ganz Dusche macht. Ja, sehe ich ja die Dusche. Springen wollte. So. Ging doch. Warum nicht gleich so, Mario, hä? Jedenfalls gibt's da keine Zeit. Ja, bevor ich da hingehe, hol ich mir den Yoshi. Komm her, Yoshi! Sollte Yoshi einfach ein Koopa werden. Aber er hat mich hin raus von Dino genommen. Keine schlechte Idee. Was damit zu tun hat, dass Dinos zu damaligen Zeit total in waren? Ich glaube nicht. Nein, das war ja wirklich ein Zufall. Yoshi wirklich wie ein totaler. Also, hey, Dinos sind ja total in, also werde ich auch ein Dino-Typ. Mal sehen. Ach nein, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh, Scheiße. Oh ja. Hier brauche ich auf jeden Fall den Umhang. Also ich kann zwar auf ihn oder sie draufspringen, also... Nein, kann ich nicht rumflippen. Es könnten Kinder zuschauen. Es könnten Kinder zuschauen. Obwohl... Glaubt ihr, wenn ich sage, dass dieses da verdammte Level verhasst ist? Dieses Schloss. Ich meine schon alleine den Kame. Heißt jetzt nun Kamet oder Kami oder... Naja, irgendwas mit Kami kommt ja schon vor. Entschuldigung. Jetzt fällt mir ein, ich hoffe, jetzt klappt das auch alles. Obwohl, vorhin hat es auch geklappt. Problem ist nur, ich habe vergessen, bei Fips den Input oder X also auszuschalten, sodass meine Stimme auch davon Fips aufgenommen wurde. Und das war keine so gute Idee. Mal sehen. Jetzt hauen wir mal ab. Scheiße, so viele Kamels. Ist nett von Kamel, dass er uns praktisch den Weg frei macht. Ich glaube, das ist auch nicht in seinem Sinne. Ich könnte einfach es auch einfach machen. Ich hasse dich, Kamel. Ich könnte es einfach jetzt so einfach machen und halt diesen Dreher machen.
Was zum Teufel tust du da, Mario? Oh, nö, ist es doch... Ja. Och Mann, ich hasse dich, Computer! Oh. Oh nein, ich glaube, ich lasse dieses gleich los. Und schon... Och nein, Mario, was tust du da? Rein mit dir. Das ist nämlich der Grund. Ich dürfe sonst die ganze Scheiße auch mal machen. Das Typ fällt mir... Oh, ne. Ach so. Okay, ich glaube, das geht noch. Weil wenn die Kids richtig die Post auf Leute, ich sag nur... Ja, was sag ich? Ach nein, du. Ja. Super. Ich sag nur, ja, riesige Keulen mit Dornen. Oh, ein Trockenknöpfer. Wieso kommt er auch immer zu mir? Ich hoffe, das Ding geht nicht unter. Ah ja, ich glaube, ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Also wie sein Eingriff ist und... Ich hasse... Was zum Teufel? Oh, komm schon, wieso ist der... Oh ja, Pilz! Ich bin pilzsüchtig. Okay, wie gut, dass ich da nicht entschlossen war, umzufügen. Ich glaube, ich hätte ja nicht geschafft. Doch, weil es ist ja nicht verschlossen. Ja. Mario muss aber wirklich 1000 Tote sterben, damit. Das wird auch erklären, warum er so manchmal so pissig ist. Also so seine eigene Bude auf die Füße tritt. Hallo. Das ist ein Spaß, Knochen kochen. Und Yoshi mal auf den Hinterkopf haut. Ich meine, überleg doch mal. Wenn man 1000 Tote stirbt, dann. Oh! Oh. Oh, toll, mir läuft gerade die Zeit an. Oh! Das ist jetzt gut. Toll. Der ist hier so ein kleiner Spinner, der meint, er muss hier. Fass mich! Ich bin der Cooper. Hey, ich war doch drüber! Wieso hat der. Oh toll, super! Boah, nein! Also, er hat dieses Spiel. Fang mich, ich bin der liebe Lemmy und. Ich glaube, ich helfe ihm gerne sein Bruder. Sieht doch eher nicht gleich aus. Knochen trocken. Mann, und du mal von den Knochen nicht hier aussprechen. Keine Ahnung. Tja, dann geht's ja auch noch weiter. Also ich glaube, das ist gut geeignet, wenn man das Spiel sehr schnell gemütlich durchhaben will. Oh! Wenn ich nicht alles tausche, kann ich dann die Knochen trocken und dann ja weg wirbeln. Ja, tatsächlich, es klappt, das ist gut. Habe ich also bessere Chance? Kann man ihn mit Feuerbälle erledigen? Ich weiß das nicht so. Ja, wir verschließen. Die Hause.
Aber er ist eh tot. Also, spielt es eh keine Rolle. Mario, würdest du mal bitte da hochkommen? Ja? Danke. Boah, ich hasse es, wenn der manchmal keine richtige Reichweite hat. Boah, das war gut. Nicht den Pilz hier, Mario. Der Pilz ist nicht gut. Kommen hier noch mehr Knochen trocken? Ja, wenn man vom Teufel spricht, dann ist er. So. Nein, ich sag jetzt nicht, dass irgendwas. Das wäre keine gute Idee. Ich kenne ja meinen. Ich glaube. Toll. Nein! Och Mann, ich habe die blöde Feuerblume verpasst, ey! Mann, wie dumm ist das denn? Muss ich den Kerl noch eigentlich treffen? Ich weiß nicht, ich hab gefunden. So, das war's. Eigentlich ist er relativ einfach. Problem ist nur dieser komische Feuergedöns da. Der Feuerball, der könnte nerven, macht das der Feuerball. Thank you! Mit dem Riesenname. Das ist nämlich den Erdbogen, dann habe ich. Mario ist der Wurm über Lemmy Kugel. Und doch richtig. Castles und Mario's Quest is starting to get much more difficult. Have you found the red and the green switch again? Bla bla bla. Und das war ein großes Ding. Wow, richtig zertrampelt. Mach. Gucken wir mal. Und hier gibt's. Ah, ja. Das war's von mir, Leute. Ich bin von Isuelti. Mehr über Mario. Und ich hoffe, diesmal kommt es besser hin. Modern A!